Ja, hey und herzlich willkommen hier bei der ersten Video vom YouTube-Kanal der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin Julian und ich sitze hier in meiner Zoe und in dem ersten kleinen Video, was wir euch bringen wollen, ganz unaufgeregt, eine kleine Info für alle, die häufig in Berlin und Brandenburg laden. Denn, sorry, denn das Laden in Berlin und Brandenburg gleicht ja einer Herausforderung. Denn einerseits sind wir ja hier immer noch so ein bisschen ladewüstenmäßig unterwegs, gerade was so Brandenburg angeht. Und andererseits sind wir in Berlin natürlich sehr gebeutelt, sage ich mal, durch die Tarifstruktur an den BIMobil-Ladesäulen, die wir hier in Berlin, ich sage jetzt mal vorsichtig, zu ertragen haben. Ja, ihr wisst alle, dass es inzwischen ja die Möglichkeit gibt, nicht nur über die großen Player wie New Motion oder Plug Surfing an diesen Ladestationen zu laden, sondern dass es auch inzwischen möglich ist, über das Roaming andere alternative Anbieter an diesen Ladesäulen zu nutzen. Und zwar meine ich jetzt ganz speziell folgende drei Ladebereiche, nämlich einmal in Berlin die BIMobil-Säulen, das sind diese grauen Kästen. Wer Berlin kennt, der weiß, wovon wir sprechen. Dann meine ich in Brandenburg die sich ausbreitenden Ladesäulen der EDIS und dann auch Schnellladesäulen, die hier häufig von Allego und E.ON betrieben werden und ganz speziell E.ON, Stichwort Rastplatz Grunewald. Wer hier wohnt, der weiß, wovon wir sprechen. Okay, wie sieht es aktuell aus? Aktuell, ich war heute kurz unterwegs, habe mal ausprobiert, ob sich diese Ladesäulen also auch nicht nur mit ihren Mutter-Apps oder Karten freischalten lassen. Das wäre dann überwiegend E.ON, beziehungsweise die großen Karten wie New Motion oder Plug Surfing in Berlin. Das Ergebnis ist auch relativ einfach und kurz zusammengefasst. In Brandenburg hat man im Moment an den BIMobil-Ladesäulen die Möglichkeit, alle alternativen Anbieter zu nutzen, die im Moment so groß, sage ich mal, auch in der Szene verwendet werden. Das heißt also Telekom mit dem aktuellen Tarif noch von 2 Cent pro Minute, der noch im März gilt. Nutzen lässt sich auch die Karte der ENBW mit dem Grundtarif für 39 Cent pro Kilowattstunde. Und auch die Karte der Einfachstromladen, also Maingau, lässt sich dort auch problemlos nutzen. Die liegen im Moment bei 25 Cent pro Kilowattstunde, aber hier muss man ein bisschen aufpassen, denn ihr wisst das alle, bei Einfachstromladen bzw. bei Maingau zahlt man nach der zweiten Stunde dann 6 Euro Strafgebühr pro Stunde. So, also da hat man eine große Freiheit und muss also nicht auf diesen Katastrophentarif von E.ON zurückgreifen. Für alle, die es nicht wissen, um die E.ON-Ladesäulen in Brandenburg, also beziehungsweise die EDIS-Ladesäulen, die aber am E.ON-Netz hängen, zu nutzen, muss man, wenn man kein Kunde ist, knappe 8 Euro berappen, zuzüglich der Aktivierungsgebühr. Wenn man einen Vertrag hat, liegt es bei 6 Euro, aber nicht jeder von euch hat einen Vertrag und nicht jeder braucht einen Vertrag. Und da sind natürlich die Tarife bei den anderen Anbietern schon attraktiver. Je nachdem, ob man ein Fahrzeug hat, was schnell lädt, dann kann man durchaus im Moment noch den Zeittarif der Telekom in Betracht ziehen. Da sollte man aber schon mit mindestens 8 oder 11 kW laden können, dass sich das lohnt. Ansonsten die Tarife von ENBW, beziehungsweise wenn man dann ein bisschen nicht ganz so lange laden muss, auch den Tarif einfach Stromladen von Maingau, wie gesagt, 25 Cent pro Kilowattstunde. Das ist auch soweit fair und okay und kann man nutzen und kann man also machen. Ich habe es nicht über die App probiert, ich habe es nur über die Karten probiert. So, Berlin BIMobil sieht ja so aus, dass wir an den Säulen offizielle Tarife haben, die man über Plug Surfing oder New Motion abrufen kann, die schon richtig ins Geld gehen können. Die liegen nämlich bei über 6 Euro pro Ladevorgang. Ich meine jetzt die BIMobil-Ladesäulen. Es gibt ja noch ein paar Laternen, da ist der Tarif ein bisschen niedriger, aber ich rede mal jetzt von den Ladesäulen. Ist man also mit 6,35 Euro irgendwie pro Ladevorgang dabei und wer halt nur mal kurz laden möchte, der ist dann mal oft dabei, dass er dann so umgerechnet mehrere Euro pro Kilowattstunde bezahlen muss. Übrigens, kleiner Tipp, wem das passiert, einfach bei New Motion oder Plug Surfing sozusagen widersprechen bzw. dort ein bisschen Stress machen. Es hat schon Fälle gegeben, wo die das zurückerstattet haben.
Okay, wie sieht's aus? Welchen alternativen Tarif können wir im Moment da nutzen? Charge Now funktioniert oder zumindest soll funktionieren, habe ich aber im Moment meine Charge Now-Karte nicht da. Deswegen konnte ich das heute leider nicht testen. Wer eine Charge Now-Karte hat, den bitte nochmal an die Erinnerung für alle nochmal: bis zum 17.03. übernimmt Charge Now die Ladekosten im Rahmen der Genfer Autoshow. Wer die Charge Now Karte nicht hat, kann aber nutzen die Karte von der ENBW auf 39 Cent pro Kilowattstunde. Da bin ich übrigens mal sehr gespannt, wie die das überhaupt machen. Vielleicht kann das einer mal von euch berichten und in die Kommentare schreiben. Denn offiziell sind ja diese Ladesäulen noch gar nicht für die Kilowattstundenabrechnung freigegeben. Wie das dann funktionieren soll, bin ich mal gespannt. Wenn jemand von euch da schon was weiß, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und nutzen und freischalten ließ sich die Ladesäule heute übrigens getestet an der Ladesäule am U-Bahnhof Krumme Lanke in Zehlendorf. Auch erfolgreich mit der Einfachstromladenkarte von Maingau. Hier würden dann 25 Cent pro Minute auch fällig werden, aber hier auch die gleiche Frage: wie machen die das mit der Abrechnung? Ich gehe mal davon aus, man bekommt eine Abrechnung nach Kilowattstunden, die wird aber nicht geeicht sein. Und dann kann man sich wahrscheinlich hinstellen und sagen, ich zahle die Rechnung nicht, weil es nicht geeicht. Na gut, wer sich diesem Stress antun möchte, der kann das machen. Also wäre mal interessant, was ihr da so für Erfahrungen habt. Was nicht geht, immer noch nicht geht an den WE-Mobil-Säulen, ist die Telekom-Karte. Funktioniert nicht, gibt es kein Roaming. Die Telekom hat mehrfach uns gegenüber geäußert, dass sie daran was verändern will, dass sie also im Laufe dieses Jahres irgendwo in Richtung Ladenetz sich auch öffnen möchte. Ob sie es über Ladenetz machen oder über eine andere Möglichkeit, das ist egal. Im Moment besteht nach wie vor diese, finde ich, nach wie vor sehr peinliche Situation, dass man in der Bundeshauptstadt Berlin mit der Ladekarte der Deutschen Telekom nicht laden kann. Und das ist schon ein bisschen eigenartig. So, und dann war ich auch noch die Runde zum Schnelllader gefahren an der Spinderbrücke. Das ist Rastplatz Grunewald. Wer hier in Berlin-Brandenburg wohnt, der hat das sicherlich schon mal gehört. Rund um diese Ladesäule hat es ja so einige Querelen in den letzten Wochen und Monaten gegeben, technische Probleme. Also die Ladesäule hat heute wunderbar funktioniert. Ich konnte sie zweimal erfolgreich freischalten, und zwar einmal mit der Karte der ENBW, beziehungsweise mit der App, denn die E.ON-Schnelllader lassen sich ja nur im Moment nur über die App freischalten. Die RFID-Kartenleser sind nach wie vor nicht aktiviert, und das wird auch in den nächsten Monaten nicht passieren. Und sie ließ sich auch problemlos freischalten mit der Einfachstromladen von Maingau. Also beide Karten, die auch bei WE-Mobil funktionieren, funktionieren dort auch. Da sind natürlich die Tarife gegebenenfalls etwas anders. Da müsst ihr also aufpassen, schaut in die App, da seht ihr die Preise. Ich habe es an der Zoe probiert, die Zoe lädt ja an AC, also die gleichen Preise wie an den anderen Ladesäulen, die ich heute getestet habe. Ja, heißt also zusammengefasst, es gibt durchaus die Möglichkeit, Alternativen an diesen Ladesäulen zu nutzen. Wir würden euch auch empfehlen, diese Alternativen zu nutzen, damit ein Gegengewicht entsteht, denn gerade die Tarife von E.ON sind ja auch wirklich eine absolute Katastrophe. Hier werden ja Preise aufgerufen, die jenseits von Gut und Böse sind und die wir definitiv also auch nicht unterstützen, und deswegen bitten wir euch also auch sehr, die alternativen Anbieter zu nutzen. Aber wie gesagt, jeder muss selber für sich rechnen, welcher Tarif dann für ihn der beste ist. Eine Anmerkung noch, und zwar an der Ladesäule, an der Schnelllader von E.ON ist es nach wie vor nicht möglich, während des Ladevorgangs auf dem Display eine Taste zu drücken und den aktuellen Status des Ladevorgangs zu prüfen. Das funktioniert immer noch nicht. E.ON hat uns ja gegenüber eigentlich geäußert, dass das irgendwann mal gefixt sein soll, dass sie das irgendwie per Software-Update auf die Reihe kriegen. Das ist nicht passiert. Ich werde jetzt gleich, wenn ich nach Hause komme, mal an E.ON schreiben. Wir haben da den Kontakt zu der Verantwortlichen und einfach mal höflich anfragen, wann sie diesen Bug denn endlich mal gefixt haben. Denn es ist schon ganz spannend, mal zwischendurch zu gucken, wie viel ich denn geladen habe oder wie lange ich schon geladen habe. Das ist ja über die App häufig erst möglich, wenn der Ladevorgang beendet ist. Und dann nützt einem das natürlich nichts mehr. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal, der ja ganz frisch jetzt ist, abonniert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.